Okay, also schauen wir uns das mal an. Das Spiel hat, soweit ich weiß, Controller Support. Ja, wunderbar. Okay, also. Level 2, okay, hat verschiedene Level und so weiter. Schauen wir mal. Robots have finally overcome the tyranny of organic enslavement by defeating the evil prime leader, Bedlore. But Bedlore has escaped and is unleashing an ever-evolving string of squishy organic creations. It's up to our hero, IZBot, to save the day and destroy the organic infestation once and for all. Okay. Hard to get you. Okay. Okay. Also ich merke auf jeden Fall schon, das Spiel ist, hat gutes Potenzial, gespeedrunnt zu werden. Also steuerungsmäßig funktioniert wunderbar. Keine Beschwerden, also ich spiele es mit Controller. Läuft problemlos. Steuerung ist flüssig. Vergleichbar mit Super Meat Boy. Von der Steuerung her. Machst du gerade noch was? Okay, bis gleich. Okay. Mal gucken, wie lange wir das spielen. Okay, also man kann auf Gegner drauf springen, dann bringt man so um. Musik an sich ist ganz anständig. Ja. Ja.
Na, ah, zu spät. Sprung. Gott, was ist das denn? Ah. Ja, okay, die können schießen. Ah. Ich frage mich, ob es da auch bossmäßig was gibt. Ah. Zu früh gesprungen. Okay. Es gibt Bosse. Wunderbar. Cool. Ah. Okay, der kann auch rechts. Jackson Pollock. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Nice. Okay, Level 2. Ah! Fies. Ah, das ist schwer. Uff. Warum habe ich denn jetzt auf einmal so viele Probleme? Oh. Ah. Yeah. Okay, also da bringt ein Schutzschild auch nichts. Das ist gut zu wissen. Und da muss ich hoch. Okay.
Okay, da ist nichts. Gehen wir einfach oben lang. Okay, oben lang gibt's nichts. Nur Steinchen. Ach. Okay, okay. Hoch oder runter? Ich nehme einen hoch. Fuck. Vielleicht auch runter. Nee, hoch. Ah. Ich sehe da hier, dass hier zwischen dem zweiten und dem dritten könnte man und da oben. Sehen wir das mal. Ja. Also da hier und eventuell da hier oben. Wenn man schnell genug ist oder so zum richtigen Zeitpunkt durchgeht, könnte man wahrscheinlich da durchfallen. Was halt ziemlich gut für Speedrunner ist und so. Nice. Gut. Das war, keine Ahnung, Glück. Okay. Ah, okay, springen. Oh, okay. Ja, wir machen die zweite Welt sozusagen noch. Und mehr möchte ich nicht unbedingt zeigen für die Leute, die dann den Steam Key bekommen und so. Rest von dem Spiel könnt ihr dann selbst erforschen, wie schwer das noch so wird und was noch so kommt und so weiter. Uff. Fledermäuse. Ah!
warte ich noch schnell auf die andere. Gott. Kann man bestimmt oben drüber springen. Mit einem gut platzierten Sprung kann man bestimmt da oben drüber springen. Bestimmt. Komm. Das schaffe ich. Oder auch nicht. Nee. Dürft ihr probieren. Damn. Hallo Crazy. Kommst perfekt zurück. Wenn du das Spiel haben willst, kannst dich zum Giveaway anmelden. Wenn ihr heute 3 Steam Keys für das Spiel verlost. Jeweils im Wert von 9,99 €. Scheint auf jeden Fall Spaß zu machen. Also, Spieler Controller Support geht aber auch mit Maus und Tastatur. Tastatur. Maus wirst du wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ja. Es spielt sich ziemlich gut. Und ja. Ist halt ein sehr schöner, darf ich gar nicht reinrennen in das Ding. Okay. Ist ein recht einfacher, vom Prinzip her, aber anspruchsvoller Plattformer. Kackkrabbe. Die scheiß Krabbe soll weiterlaufen. Dann halt nicht. Recht langes Level hier.
Ah! Fledermäuse. Nein. Da, da sind sie. Kackfledermäuse. Zubat. Böse. Böse Zubat. Na. Warten wir mal hier. Auf die Dinger. Ah! Okay, warten wir nicht auf die Dinger. Schaffe ich schon. Ah, da hatte ich meinen Doppelsprung nicht mehr. So, jetzt habe ich noch. Ah. Naja, gehe ich lieber oben rum. Lieber oben. Oh, fies. So, nach dem Level müsste, glaube ich, der zweite Boss kommen. Und ja. Ah. Gucken, wie ich da durchkomme. Na. Ah. 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 Okay. Die Hitbox von den komischen Shuriken-Dingern da, Flammen-Shuriken-Viechern, ist ein bisschen sehr groß. Größer als gedacht. Kackzeug. Yay! Nicht tot.
Nein, mein Doppelsprung. Ich habe meinen Doppelsprung schon verbraucht gehabt. Habe ich nicht mit eingeplant gehabt. Dreck. Das Level ist doof. Doof. Doofes Level. So, bitte nicht sterben. Hallo, Queenie. Wie lang ist denn das Level? Level ist fies. Was? Ich hab die scheiß Fledermäuse auf den Kopf getroffen. Unfair. Oh, oh, und da bin ich jetzt nicht gestorben. Okay. Wow, wow. Okay. Nice. Also. Schauen wir mal, wie viel Level es überhaupt gibt. 3. Ach. 3. Ja gut. Ja gut. Wenn ihr dritte Welt sehen möchtet und den letzten Boss, dann müsst ihr euch entweder das Spiel selbst kaufen oder ihr habt Glück und gewinnt das jetzt im Giveaway.